Lass dich verwöhnen, okay? Ach, ich weiß nicht. Hey, ich bestehe darauf. Was, jetzt? Ja, wann denn sonst? Aber wir kennen uns doch gar nicht. Ja, noch nicht. Ich überrasche gerne Leute. Also, kommst du? Bist du vom Krankenhaus? Es tut mir leid, dass ich mich nicht an dich erinnere. Letztens, naja, ich arbeite zu viel und anscheinend merke ich mir Gesichter auch nicht mehr. Ich kenne hier nicht so viele Leute. Vielleicht hast du diese Woche von diesem Riesenunfall gehört? Ich möchte, dass du ein paar Sachen verstehst, Tom. Erstens, meine Schwester ist eine Studentin. Sie hat Sex. Na und? Denkst du, die Öffentlichkeit interessiert das? Nicht einmal mich interessiert es. Zweitens, in diesem Land wählst du deine Regierung. Und wir beraten uns und entscheiden zum Wohl der Bevölkerung. Wir beachten verschiedene Aspekte. Umwelt, Wirtschaft, Soziales. Es ist kompliziert, weil wir auf alles Rücksicht nehmen müssen. Verkehr bedeutet Investitionen. Investitionen bedeuten höhere Beschäftigung. Höhere Beschäftigung bedeutet weniger Armut, was du vermutlich gut heißt. Deshalb hast du Menschen wie mich, die eine Entscheidung treffen. Also was machst du, Tom? Erpressung von einem demokratisch gewählten Mitglied der Regierung? Es ist vorbei. Jetzt löschst du die Fotos, verlässt mein Büro, hörst auf meine Zeit zu vergeuden.